Hallo meine Hübschen, wie ihr oben gelesen habt, war ich mal wieder bei Action Shoppen. Ich wollte eigentlich nur ein paar Sachen für meinen Balkon kaufen. Was ist passiert? Ich habe hier eine riesen Tüte voll Sachen mitgenommen. Wie es halt immer so ist, reden wir gar nicht lange rum. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Ja, fangen wir mal an mit einem Duftbaum. Und zwar, ich weiß nicht, wenn ihr mich auf Instagram verfolgt habt, die haben mein neues Auto schon gesehen. Da habe ich jetzt pinke Felgen drauf und habe ja so pinke Aufkleber drauf, mein Mini. Und ja, da habe ich das gesehen. Das wird natürlich perfekt in mein Auto passen. Und der andere hat eh nicht mehr wirklich gerochen. Ja, und das ist die Richtung Strawberry. Irgendwie mich ist angesprochen und ich fand auch das Männchen so süß. Und ja, egal, was soll's. Musste ich mitnehmen. Ich bin gespannt, wie es riecht. Ja, werde ich dann im Auto sehen. Heute mehr im aufgebrauchten Video. Dann für den Balkon brauchte ich unbedingt neue, wie heißen die Dinger? Kabelbinder, jetzt weiß ich es. So durchsichtig hier und zwar, ich habe mir ja, ich mache ja gerade meinen Balkon ein bisschen schön zum Chillen und habe mir da so eine Lounge gekauft und ja, habe mir da auch so seitlich so einen Sichtschutz hingemacht und da waren im Set dabei so Schnüre irgendwie. Und mit denen habe ich es hingemacht und es schaut, finde ich, voll beschissen aus, muss ich echt sagen, gefällt mir gar nicht, weil das dann so locker ist. Ich will, dass das richtig stramm sitzt und deswegen, ja, will ich jetzt am Wochenende mal versuchen, das mit dem hier in den Griff zu kriegen. Dann für meinen Balkon dachte ich mir, voll nice, wäre eigentlich so ein Sprühding, ja, zum Chillen und dann, wenn es heiß ist, ja, dachte ich mir, das wäre ganz cool. Dann habe ich für ein Geburtstagsgeschenk noch Feuerzeuggas gebraucht, das habe ich mitgenommen. Dann habe ich für meine Katzis Fressi mitgenommen. Das Päckchen habe ich mitgenommen. Und die Suppe habe ich mitgenommen. Ich dachte, das ist heiß, das sollen meine Babys viel trinken. Ich glaube, da kommt noch mehr Fressi raus, aber das ist ein bisschen weiter unten. Dann habe ich schon bei ganz vielen YouTubern gesehen, dass es neue Geruchsrichtungen bei den Fußmasken gibt. Und die liebe ich, ja, die habe ich ja sonst immer schon gekauft. Gab es Avocado und was war das andere? Lavendel, genau, Lavendel ist nicht so mein Ding, aber ich fand es okay. Und jetzt haben sie neue Varianten und zwar hier Orange habe ich dann mitgenommen und die zweite Variante ist, glaube ich, noch verschütt. Die habe ich nämlich auch mitgenommen. Dann machen wir weiter mit noch Katzi-Sachen. Und zwar, da waren die Goodies vorne im Angebot. Da habe ich alle drei Sorten mal mitgenommen für meine Babys. Dann, ja, was ich super süß fand, ist dieses Notizbuch. Also ich schreibe mir ja immer alles auf. Ich brauche für alles Notizbücher. Und ihr wisst ja, Rosé Gold. Ich mag Disney. Und ja, wie perfekt ist das bitte? Rosé Gold Bambi. Also das musste ich mitnehmen. Ja, super niedlich. Dann, genau, kommt hier diese zweite Fußmaske, die neue Variante Grape. Bin ich auch sehr drauf gespannt, wie das riecht. Wenn es natürlich so amerikanisch nach Grape riechen würde, würde ich mir, glaube ich, nur noch diese hier kaufen oder ich müsste sie auf jeden Fall horten. Dann für meinen Balkon fand ich auch super niedlich, konnte ich nicht dort lassen. Diese kleine Schnecke, ist das nicht goldig? Die hat so riesen Augen und dann kann man das da unten irgendwie hier auf der Seite anschalten, ne? Und dann leuchtet es. Ja, okay, ist natürlich leer. Aber ich fand es so niedlich mit diesen großen Lämpchenaugen. Ja, auf jeden Fall musste ich diese Schnecke mitnehmen. Konnte ich nicht. Ah, jetzt fängt es an. Haha. Nee, man sieht es nicht mehr. Gerade ist nämlich ein bisschen. Jetzt hat schon mal wie niedlich. Ja, egal. Auf jeden Fall musste ich das unbedingt mitnehmen. Dann habe ich auch schon bei den neuen Produkten gesehen, ein rosé-goldenes Halterei. Mit, also so ein Sponge mit Holder steht auch drauf, genau. Und ich habe einen Türkis und es hat mich schon immer aufgeregt, dass der Türkis ist und nicht Rose Gold. Und ja, wie ich den gesehen habe, musste ich den unbedingt mitnehmen. Ja, wie gesagt, Rose Gold musste ich haben. Dann habe ich wie immer meinen liebsten Durstlöscher mitgenommen. Das ist der Melone. Ich habe aber auch gesehen, dass die für mich eine neue Variante haben. Keine Ahnung, habt ihr die schon mal gesehen? Fand ich auch mega interessant. Und zwar Blueberry Marshmallow Geschmack. Finde ich, klingt auch voll geil. Deswegen musste ich es mitnehmen. Dann habe ich mir für meine Apple Watch mal ein neues Schutzteil mitgenommen. Genau. Da habe ich ein neues gebraucht. Als andere schon ein bisschen verkratzt war. Dann habe ich hier so ein Dreier-Set an, das können wir mal aufpacken, an Haarreifen gefunden. Und zwar, die fand ich irgendwie ganz schön. Und zwar einen ganz schlicht silbernen, den fand ich mega schön. Dann
einen schwarz geflochtenen, der hat mir auch sehr gut gefallen. Und ja, einen ganz normal hier in so einem leichten Animal-Verschnitt, keine Ahnung. Ja, also ich war mega günstig, deswegen habe ich mir die dreimal mitgenommen. Ihr wisst ja, ich liebe eigentlich Haarreifen. Heute auf der Arbeit hatte ich einen in so einem schönen Senfgelb an, aber jetzt zu Hause habe ich es runde. Genau, dann, was habe ich noch mitgenommen? Das habe ich auch noch gesehen. Und zwar einen Lippenpflegestift von BB. Ich habe momentan dermaßen trockene Lippen. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich glaube, das sind immer noch Nachwirkungen vom Urlaub. Ich sehe gerade, wie viele Sommersprossen ich eigentlich habe. Ich bin ja total voll im Gesicht. Ja, auf jeden Fall habe ich den mal mitgenommen. Wollte ich ausprobieren, war jetzt für mich neu. Dann brauche ich zum Vermessen meines Körpers unbedingt ein Maßband. Und die haben kein einzelnes Cup, sondern nur in so einem Nähset. Und das kann man, finde ich, auch mal zu Hause brauchen. Das sind Nadeln drinnen, Sicherheitsnadeln, verschiedene Garns, Nähstoffe, Nähfäden, Knöpfle und ja, alles, was man mal so brauchen kann. Und eben unter anderem ein Maßband und einen Fingerhut. Und ja, sowas kann man mal zu Hause haben. Ich denke, das ist ganz praktisch. Das gab es noch in einer blauen, durchsichtigen Box. Ich habe jetzt aber die weiße mitgenommen. Genau, dann habe ich ja das hier mal mitgenommen. Und zwar, ich habe neulich mal ein Wassereis probiert und es hat ganz gut funktioniert mit meinem Schlauchmagen. Und ja, jetzt habe ich die hier im Action gesehen und Leute, da ist Wassermelone dabei, ja. Und Wassermelone und ich, ihr wisst, wir sind ja dermaßen dicke. Und deswegen habe ich mir die mal mitgenommen. Also ich fand ich mega interessant. Da ist Himbeer dabei, Zitrone, Wassermelone, Orange und Erdbeer. Genau. Deswegen musste ich mir die mitnehmen. Ich bin gespannt, die wandern jetzt gleich in meine Gefriertruhe und ja, dann schauen wir mal. Dann habe ich mir, ja, Rosé Gold diesen Planer mitgenommen. Das ist so ein Schülerkalender, aber ich fand ihn halt so wunderschön. Und ich habe jetzt hier schon auf dem Sofa immer einen liegen gehabt. Muss mir mal alles aufschreiben. Und den fand ich wirklich schön. Innen drinnen, ne, der ist ganz normal so, hat ein paar so Bilder drinnen, das ist halt auch so genau mein Ding, Beauty, Mode, Nägel und so. Ja, genau, und ist halt außen Roségold. Genau, deswegen habe ich mir den auch mitgenommen. Für 2 Euro ist da echt nichts kaputt. Dann habe ich, ja, ich habe mich in diese Palette verliebt. Also Leute, ich weiß nicht, warum ich momentan ständig Paletten kaufe. Aber die haben momentan dermaßen geile Paletten und ich habe mir so viele Videos schon angeschaut, wo YouTuber wirklich auch sagen, dass die Qualität top ist. Und ja, naja, davon ist halt Rosgold, ne? Deswegen denke ich, hat es mich auch noch besonders angesprochen. Aber die Farben, Leute, sowas von schön. Schaut mal her. Ich versuche das jetzt euch mal so zu zeigen. Dieses Blau, das ist doch mal mega schön. Also das stelle ich mir mega geil vor. Oder auch hier dieses dunkle Violett. Dunkles Braun, also es sind so schöne Farben hier, ein Rose Gold, hier ein Kupfer, also wirklich wunderschöne Farben, also die konnte ich echt nicht liegen lassen, die musste ich unbedingt mitnehmen und ja, genau, heißt Wild Flowers, genau, also die musste ich unbedingt mitnehmen, weil ich die so nice fand. Dann habe ich für die Handtasche, also hier ist noch, ach ja, ist abgefallen. Habe ich für die Handtasche noch mitgenommen, so Riegel. Das ist jetzt ein Proteinriegel in der Geschmacksrichtung, Richtigung, ja, ja. Caramel Cookie Flavor, genau. Und wie gesagt, die habe ich, seitdem ich operiert wurde, sehr gerne eine Handtasche. Wenn ich irgendwie in Unterzipfer komme oder so, kann ich das gut gebrauchen. Dann hier noch die zweite Packung an Katzenfutter. Dann habe ich nochmal, gab es schon ewig nicht mehr für meine Katzen, so eine Katzenmilch mitgenommen. Ich bin gespannt, ob meine Katzen das mögen. Dachte ich mir, sie ist dort mega günstig, deswegen habe ich es jetzt mal mitgenommen. Dann gab es jetzt für 89 Cent, ich war so happy, mein Lieblings- oder eins von meinen Lieblingsduschgele. Die habe ich ja neulich im Euroshop gefunden, habe sie für 1,10 mitgenommen. Fand ich relativ teuer. Jetzt habe ich sie eben für 89 Cent. Oh, ich liebe es. Das Duschgel bei Action mitgenommen. Genau. Ich habe euch ja ein ähnliches, also auch eins in der Geruchsrichtung Grapefruit vom Netto gezeigt. Das mag ich auch voll gerne. Aber das ist halt auch einfach toll. Und wenn es das noch irgendwo als Restposten gibt, dann nehme ich mir die einfach mit, weil ich es wirklich liebe. Dann habe ich mir wie immer meine liebsten Feuchttücher mitgenommen. Die benutze ich ja für alles. Wenn die Pupi mal irgendwo einen Fleck hinterlässt oder wenn sie mal spuckt oder so, dann nehme ich die zum Wegwischen. Die riechen sehr, sehr toll oder eben für die Toilette. Ach, für alles Mögliche.
Die brauche ich eigentlich immer zu Hause. Dann fand ich das ganz interessant. Blueberry Breeze und zwar mit Real Lemon Bits steht drauf. Da hatte ich die gelbe Variante schon mal. Das war ganz lecker. Hat jetzt aber nicht gerade wenig Kalorien. Also so 100 Milliliter haben hier schon 19 Kalorien, weil halt so viel Zucker drinnen ist. Aber ich dachte mir für den Kühlschrank und in der blauen Farbe und Blueberry, ihr wisst ja, ich liebe Blueberry, dachte ich mir, ja, kann man sich die schon mal mitnehmen. Teile ich mir halt den Tag über dann auf und dann ist das schon mal okay. Dann hatte ich das letzte Mal, wie ich in Urlaub geflogen bin, solche Beutel nicht mehr. Muss ich die Mama fragen, ob sie mir welche mitbringt. Ja, deswegen habe ich mir da jetzt mal diese 1 Liter, diese kleine mitgenommen. Die gebe ich immer ins Handgepäck, wenn ich irgendwelche Flüssigkeiten habe. Und ja, dafür habe ich mal wieder welche mitgenommen. Schadet auch nicht, wenn man solche zu Hause hat. Und ja, genau. Deswegen mussten die mal wieder mit. Und dann habe ich mir noch ein Shampoo mitgenommen. Und zwar dieses hier. Auch, also ich habe lauter CD-Sachen gehabt. Und zwar, das ist ein Shampoo für trockenes Haar. In der Duftrichtung Aloe Vera und Wasserlilie. Fand ich auch ganz ansprechend. Und der Duft ist auch schön. Es ist so ein frischer, blumiger Duft. Also gefällt mir echt ganz gut und deswegen musste auch das Shampoo mit. Dann habe ich für mich was Neues gesehen, das fand ich auch interessant. Und zwar ein Duschgel, dieses hier, ich zeige es euch mal, in so einer riesen Bottle, da sind 750 Milliliter drinnen. Hier, und zwar in der Duftrichtung Aloe Vera Gel, genau. Und es riecht so toll, Leute, also ganz toll. Ja, das hat einen ganz frischen Duft, das hat mir übelst gefallen und ja, steht auch drauf, neue Formulierung, Dermomed, also klingt, dass es sehr, sehr gut für die Haut ist. Wie gesagt, hatte ich noch nicht, im Aufgebraucht-Video kann ich euch dazu dann mehr sagen. Fand ich aber super spannend und musste ich unbedingt mitnehmen. Ach, hier hat sich der zweite Riegel versteckt. Und was ich auch noch mitgenommen habe, das zeige ich euch jetzt einfach nur mal kurz eins. Und zwar, die haben für 1,99 € im Angebot das Katzenstreu gehabt. Und deswegen habe ich da mal zwei Päckchen mitgenommen. Das ist ja mit Lavendelduft. Und für 1,99 € 6 Liter, das ist ein mega Preis. Deswegen, ja, habe ich es mitgenommen. Und genau, das habe ich auch noch mitgenommen. Fand ich auch ganz interessant. Und zwar ein Berry Sweet Setting Powder. Ja, fand ich super spannend. Und die Verpackung ist doch mal mega niedlich, Leute. Und ja. Ist so ein loses Puder, wie ihr seht. Fand ich super interessant und ja, musste ich unbedingt mitnehmen. Genau, das war's gewesen, meine Lieben. Ein Riesenhaul für euch. Wir waren jetzt doch relativ schnell durch. Ja, wie gesagt, top aktuell. Die Sachen habe ich mir gerade eben alle mitgenommen. Und über ein Däumchen nach oben von euch würde ich mich freuen. Und erzählt doch mal bei euch so, fahrt ihr in Urlaub, wart ihr schon in Urlaub? Würde mich einfach mal interessieren. Ihr habt ja bestimmt meine Kreuzfahrt-Videos schon gesehen. Also ich war jetzt erst auf einer Kreuzfahrt und fliege Anfang September nach Alanya. Und so wie es aussieht, fliege ich Ende Oktober, Anfang November irgendwie in dem Dreh. Fliege ich auch noch nach Bali. Und ich liebe es zu reisen, wie ihr wisst, und mich sehr interessieren. Fahrt ihr noch weg oder wart ihr schon weg? Erzählt doch mal, schreibt sie mal in die Kommis. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Start ins Wochenende. Genießt die freie Zeit, ruht euch aus und chillt ein bisschen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ich hab euch lieb. Ciao!